Wenn man auf der Küstenstraße Richtung Süden fährt, kommt man an einen Badeort namens Porto Badisco. In dessen Nähe liegt die Grotta dei Cervi, die Hirschgrotte. Von National Geographic wurde die Grotte wegen seiner zahlreichen Höhlenmalereien aus der Jungsteinzeit an Decken und Wänden als Sixtinische Kapelle der Vorgeschichte betitelt. Die Höhle wurde im Februar 1970 von einer Gruppe von salentinischen Höhlenforschern namens Pasquale De Laurentiis aus Maglie entdeckt. Die Höhle besteht aus drei langen Korridoren, die sich über mehrere Meter in Stollen, Räumen und inneren Strecke schlängeln. Sie birgt bedeutende Zeugnisse neusteinzeitlicher Zivilisation, die mit Fledermausexkrementen und Roteisenstein gemalt wurden. Es wurden 3000 Zeichnungsfragmente in diesem prähistorischen ikonografischen Zyklus katalogisiert, der zwischen 8000 und 5000 Jahre alt ist. Der Name der Höhle ergab sich nach seiner Entdeckung aus den vielen Jagdszenen mit Hirschen, die in der Neusteinzeit sehr zahlreich auf der Salentinischen Halbinsel vorhanden waren. Außer Hirschen zeigen die Malereien Jäger, die ihren Bogen spannen, und weitere Themen. Bedeutungsvollen sind die dekorierten Umrissen, die Stämme sein könnten, und einige Stammesoberhäupter, die sich darum versammeln. Symbolische und in eigenen Fällen magische Bilder, reich an geometrischen Dekorationen. Das berühmteste Piktogramm ist der Schamane, wahrscheinlich eine stilisierte Darstellung entweder eines Medizinmannes oder einer tanzenden Gottheit. Man vermutet, dass die Höhle in der Vorzeit als Kultstätte fungierte. Sie stellt deshalb das Vermächtnis der religiösen Kultur der neusteinzeitlichen Bewohner des Salentos dar. Die Hirschgrotte ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Um diese empfindlichen Räume und so diese vorzeitliche Kultstätte zu erhalten.